Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CSGO Overwatch. Schaut mal da. Im Moment werden wir beschenkt mit leckeren Fellen. Hier haben wir einen mit einem Stat-Track Huntsman Knife Marble Fade. Das Ding ist so um die 300-400 € wert, wobei es da sicherlich halt auch nochmal bei Pattern halt gewisse Geschichten gibt, die man beachten muss. Das sehe ich jetzt alles nicht richtig oder nicht genau, aber es sieht schon mal sehr nice aus. Er tingelt hier direkt zu Runde 6 los und wir achten hier auch wieder genau auf das Faden. Okay, auf das Fadenkreuz, weil gerade der letzte mit Knife, da waren wir uns alle ja eigentlich schon ziemlich sicher, das hatte ich ja auch am Ende des Videos gesagt, auch eine Trikot, sehr schönes Teil, die Augen, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit, also der letzte Suspect, anhatte, und zwar Vision Assist, aber ich es eben nicht sicher genug sagen konnte. So, er hat den jetzt hier aber ganz dreckig weggepiekt, mein Freund. Also, der ist geschlichen. Der ist geschlichen, der läuft hier selbstverständlich raus. Shit, das ist jetzt gerade ein bisschen keckelig, weil ich jetzt eigentlich schon behaupten würde, Vision Assist nach dieser einen Runde, wenn ich jetzt entscheiden müsste, 100%. Den hat er ja perfekt ausgedribbelt, wie man heutzutage sagt, den da um die Ecke und ihn dann weggepimmelt. Und auch wie er auf die Rübe gezogen ist, weiß ich nicht mehr. Gut, wie gesagt, wie wir schon so oft gesagt haben, mit einem leckeren Vision Assist kannst du halt auch aiming-technisch nochmal richtig hochschrauben. Naja, aber auch das eben. Der hat voll an. Der ist ja voll am Reinrödeln. Ist ja wahnsinnig. Mit so leckerem Zeug. Wir gucken gleich noch in sein Inventory rein. Ist alles vorbereitet. Das geht ja mal gar nicht. Sag mal. So ein ekelhafter Frechdachs. Der hat einfach blatant an hier. Blatant hat der an. Wahnsinn. Also nach der allerersten Runde dachte ich, ja, okay, gut, der wird einfach gekillt, wow. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Legend, der hier, wie wir es ja auch schon in der Vergangenheit ab und an hatten, einfach weggenudelt wurde, weil er halt vielleicht Trash-Talk gemacht hat. Oder weil Cheater in der Lobby waren, die ihn wiederum, den da oben hat er nicht gesehen, die ihn wiederum halt report-bottet haben oder sonst wie. Aber der Drecksack, der hat einfach knallhart an, was ein Arsch. Pass mal auf, er weiß, ist eine AWP. Er sieht auch den da hinten eindeutig. Also die hat er hundertprozentig im Blick, auch den da oben hat er zu 100% im Blick und riecht hier schon die Möglichkeit, auf den Kill zu gehen. So ein Schweinepriester, wäh! Mit solchen Skins! Wie gesagt, ich habe jetzt nur ganz kurz nachgeschaut wegen dem Knife, ne? 300-400 €, ich weiß noch nicht, was für der Wear das ist, können wir gleich nachgucken. Aber, es ist schon gutes Geld, das da jetzt einfach bei ihm rumliegt und das dann möglicherweise, falls er gebannt wird, eben weggesperrt wird. Ich hoffe natürlich sehr, dass das hier ein Fall wird, zu dem ich ein Follow-up-Video machen kann, wie auch schon in der Vergangenheit. Wir hatten ab und an schon Leute mit sehr großen, oder mit vielmehr mit sehr teuren Skins, mit großen Inventories gefüllt mit tollen Sachen, die das Leben, mit etwas weniger Bargeld dastehen lassen. Und ich hoffe, dass er natürlich dann auch weggepimmelt wird, ganz klar. Dass der einen schönen Bann bekommt und wir eindeutig sehen, dieses Knife und dieses Inventory ist weg. In der Vergangenheit hatten wir sowas, wie gesagt, bereits ein paar Mal. Dass ich dann eine Woche später oder sowas ein Video gemacht habe. Haha, der wurde wirklich gebannt und hier ist sein Inventar. Komplett gebannt, Ficker und weg mit dem, ne, so. Aber ja, kann natürlich nach wie vor sein, dass so ein Arsch auch einfach mal durchkommt, eine gewisse Weile zumindest. Also für mich ist das halt so lange interessant, wie es für euch interessant ist, und das ist meistens eine Woche. Wenn ich nach einem Jahr angetanzt komme, übrigens der eine, wisst ihr noch, der eine, der wird gebannt, dann sagt ihm, was? Also ja, ich gucke da meistens eine Woche, wenn überhaupt 14 Tage noch drauf. So ekelhaft, wie er reinschiedet, es ist richtig widerlich, ein richtiges Dreckschwein. Das, also, Vision Assist und auch Aim Assist. Beides. Auf jeden Fall. Das vorhin hinter der Kiste da hochgezogen. Den ersten Shot hat er ultra nachgerückelt. Also, wenn das nicht noch ein Aim Assist ist, dann weiß ich aber auch nicht. Er versucht jetzt hier auch wieder auszuweichen, aber es ist halt einfach, es ist ihm nicht möglich. Komm, jetzt geh rein und werd. Ich wollte gerade sagen, jetzt kannst du gucken, wenn er springt. Jetzt hast du ja Zeit. So ein Schweinepriester, oder? Guckst dir an, ja, und eben auch, wie er durch die Ding draufgezogen hat, wie er drauf, also das ist, Vision und Aim Assistance auf jeden Fall am Start. Ich würde sagen, da müssen wir gar nicht weiter gucken, oder? Komm, noch eine Runde, noch eine Folge wollte ich gerade sagen, noch eine Runde. Das ist ja ekelhaft, absolut ekelhaft. Also die Gegner sind auch komplett verschreckt wahrscheinlich, die haben auch keinen Bock mehr. Kriegen nur noch auf die Nüsse von dem Sack. Einer ist noch, er will den einen noch vielleicht noch abfarmen.
wie er kurz geschaut hat, oh nein, jetzt ist der da oben bei Palace oder wo er gestorben ist, schon weg. Jetzt muss ich halt die auf Mitte machen, aber nein, da kommt ja noch einer. Also das ist wirklich frech. Ich würde mal sagen, allein die Sachen, die man hier so sieht, die Nitro hat ja auch, also ich, wenn ich hier von einem Wert spreche, dann lachen vielleicht manche von euch, manche reichen Säcke und sagen, das sind ja nur, was weiß ich, 20 Euro, aber auch 20 Euro sind 20 Euro, meine Freunde. Auf jeden Fall. Also das ist insgesamt eine dicke Wertigkeit, die er damit sich rumschleppt, das gesamte Inventory. Gucken wir uns gleich nochmal kurz an, wie gesagt. Ja, auf jetzt, wie er da so rüber geguckt hat. Wo ist er? Jungs, Jungs, Jungs. Ich glaube, der ist auf A. So ein ekelhaftes Schwein. Und jetzt schleichen, falls hier oben einer ist. Richtiger Affe. Also, ich drücke ihm jetzt hier Aim Assistance. Yes, Vision. Yes, bei A habe ich nichts feststellen können. Und Grief war auch nichts. Und weg mit dem Kick. Natürlich schauen wir jetzt noch geschwind in seinen Account rein. So sieht der Zachary aus. Good Teammate, weiß ich jetzt nicht. Und hier ist sein Inventory. Da ist das Knife. Ein Statrack Huntsman Knife, Marble Fate in Minimal Wear. Ja, das sind schon 300 Euro, 350 Euro. Meine Tochter quäkt gerade draußen rum. Eine Statrack AWP Paw. Ihr kennt mich, ich bin nicht so der Macher, was Skins angeht. Ich weiß nicht, was jetzt wirklich teuer ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass die hat ein bisschen was, die hat ein bisschen was. Capillary, keine Ahnung, 2 Euro oder so, die ist jetzt nicht so krass. Die Cyrex, die Flashback hat ein bisschen was. Hat eine gewisse, die Red Rod glaube ich auch so 10 Euro, 10 bis 20 Euro so ungefähr, Elite Bild auch ein paar Euro. Die Firefight kann vielleicht auch ein bisschen was, was haben wir hier noch, die Aloha, die Necro Junior, nee, da ist jetzt nicht allzu viel. Aber ich schätze mal das gesamte Inventory auf so 300 bis 500, sagen wir 300 bis 400 Euro, so plus minus, die werden nicht viel können, die Affen, die Nitro auch noch ein bisschen was, aber ja, so arg viel kommt da nicht oben drauf und das Music Kit. Auch ein paar Oi. Das war's aber schon. Somit kommen wir bereits zur Giveaway-Auflösung. Wir lösen jetzt direkt zwei Giveaways auf. Sogar beide mit oder in demselben Video. Ihr erinnert euch, bei dem Daddy Skins Video, bei dem ersten, gab es einmal einen folierten, coolen Sticker zu gewinnen. Da ziehen wir jetzt zuerst den Gewinner. Und danach erfünfe ich hier, benutze denselben Link nochmal, das ist nach wie vor das Daddy Skins Video und lasse die Kommentare wieder durchsuchen, denn beim letzten Overwatch wiederum gab es eine Glock 18 Bullet Queen, wenn ihr euch erinnern könnt, und diese Bullet Queen konnte man gewinnen, indem man wiederum bei dem Daddy Skins Video, darum derselbe Link, dasselbe Video, wenn man da irgendwas mit Bullet Queen geschrieben hat, ne? Deswegen werde ich das Ding hier halt zweimal ballern. Die duplizierten User haue ich raus. Wir holen uns die Kommentare 29, Sodele. Und jetzt starte ich. Hier geht es jetzt zuallererst um den Sticker, um den folierten. Hier ist es also egal, ob da Bullet Queen dabei steht oder nicht. Und danach mache ich nochmal dasselbe. F5 die Seite, mache den Link neu rein, dass, falls derjenige, der jetzt hier gewinnt, und zwar Sanse, du Köttel, schade, dass du keine Bullet Queen gezogen hast. Jemen. Falls Sanse nochmal gezogen werden würde, dass er eben auch die Bullet Queen gewinnen kann. Jetzt, Sanse, hast du aber zuallererst den Sticker gewonnen, und zwar den Approaching Sight in Foil. Den bekommst du zugeschickt. Wir machen das Ganze wie folgt. Du schreibst bitte deinen Trade-Link hier in deine... Sanse? Okay. Hier in deine Kanal-Info rein und schreibst auch bitte unter diesem Video hier, oh cool, ich habe was gewonnen oder ich habe mitbekommen, dass ich gewonnen habe. Und dann haue ich dir das Ding raus. So, lala. Ich könnte ja sogar auf einen spezifischen Text filtern. Oh, das ist ja cool. Soll ich das machen? Wir testen das mal. Nee, ich mach's nicht. Nicht, dass es einer komisch geschrieben hat, weißt du? Und dann ist er nicht im Giveaway dabei, obwohl das ja eigentlich... Ich werde das mit meinen Augen überprüfen, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Sodle. Ja, 29 Kommentare, logischerweise, wie gerade eben auch. Und wie gesagt, falls es jetzt passiert, dass Sanse schon wieder gewinnen sollte, nur für die Möglichkeit, dann hat er auch die Bullet Queen gewonnen. Wenn nicht, dann halt jemand anderes. Wollte ich nur sagen. Also, das ist hier ein neuer Zug. Er fällt jetzt deswegen dann nicht raus. So, ja, der Hai, na, Allah. Sehr fein. Na, dann sind wir mal gespannt, wo die Reise hingeht. Ich habe richtig Bock auf das Ganze und werde natürlich auch das ein oder andere Mal mein Glück herausfordern. Ja, der Hai, da ist leider, leider nicht die Bullet Queen mit dabei. This is so sad. Darum ziehe ich jetzt einfach den nächsten. Bitte sei mir nicht traurig, ja, der Hai, bitte. Pick another winner, sodele. Ach ja, und da es hier eben auch so ein bisschen um Daddy Skins oder halt auf Daddy Skins geschoben wird, übrigens Dumpfbacke gewonnen, sehr schön. Auch hier der Disclaimer, gambelt bitte ab 18, nur wenn ihr euch und euer Geld unter Kontrolle habt. Und wenn ihr dann gambelt, benutzt immer meinen Link zum Einzahlen, Kurs geht raus. Und das Nothilfe-Telefon oder Gambling-Addiction-Telefon ist unter meinen Gamble-Videos verlinkt. Sucht euch Hilfe, wenn ihr welche braucht. Und Dumpfbacke, du bist der Gewinner, du alter Macher, läuft. Drücke die Daumen, dass die Partnerschaft erfolgreich... Edit hier, genau, sehr schön, sehr schön. Also, irgendwas mit Bullet Queen. Tatsächlich habe ich das genauso in dem Video gesagt. Somit hat Dumpfbacke die
Glock 18 Bullet Queen gewonnen. Für dich zählt das Gleiche. Du schreibst unter diesem Video hier jetzt: Wow, cool, ich habe gewonnen. Juhey. Und schreibst in deine Kanalinfo dein Trade-Link. Ich nehme an, das ist er schon. Schreib bitte den ganzen Trade-Link rein, Dumpfbacke, also das gesamte Ding, du musst ja nicht abkürzen. Und ich hau den Trade dann raus, sobald du hier unter dem Video geschrieben hast, dass, ja, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Ne? Nicht, dass einfach jeder vorsichtshalber seinen Link da reinschreibt, weil ich möchte schon, dass man so aktiv dabei ist, dass man den Gewinn auch aktiv annimmt oder annehmen muss. Also bitte noch hier drunter schreiben, aber ich weiß, du bist ein Macher, bist ein Spitzenzuschauer, von daher läuft bei dir. Und natürlich gibt es auch wieder ein neues Giveaway. Diesmal eine AK-47 Slate mit diesen tollen Stickern da drauf. Wowie. Ihr könnt das Ding folgendermaßen gewinnen. Erstens, ihr schreibt einfach hier unter das Video zu eurem normalen Kommentar hinzu, dass ihr übrigens auch bei dem AK-Slate-Video Giveaway mitmachen wollt. Und schaut diesmal in das aktuellste Daddy Skins Video rein, also der Arena-Boss ist am Start, und schreibt dann dort in euren bereits vorhandenen Kommentar oder mit einem neuen Kommentar das Codewort Slate mit rein. Slate, so wie die AK eben heißt. Also auch wieder doppelt. Die ganze Sache mache ich, weil ich natürlich versuche, diese Sachen so ein bisschen zu pushen. Das ist ein neuer Partner. Und das erste Ding ist so gut gelaufen, das zweite kann gerne genauso gut laufen, und darum versuche ich da gerade ein bisschen Aufmerksamkeit drauf zu schieben. Aber keine Sorge, das werde ich natürlich jetzt nicht für immer machen, das werde ich ja noch irgendwann lassen. Jetzt gerade am Anfang versucht man halt so ein bisschen den Fokus da drauf zu schieben. Also wie gesagt, unter dem aktuellen Daddy Skins Video, das ist dieser Titel hier, einfach dann irgendwas mit Slate kommentieren. Und falls schon ein Kommentar von dir vorhanden ist, schreib es einfach mit der Bearbeiten-Funktion Slate dazu. Fertig ist der Lack. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Video. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank für die Likes. Haut da rein, oder dann auch natürlich bis zum nächsten Livestream, also zum Beispiel morgen am Donnerstag ab 18 Uhr. Dort gibt es immer die ganz großen Giveaways, die Knives, die Gloves, den ganzen coolen Scheiß, teure Skins und so weiter und so fort. Also ran! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.